Man sieht ihnen die Erleichterung an. Der Sieg gegen den SV Post Schwerin und auch das erklärte Ziel Zuschauerrekord ist der Mannschaft des SCDHFK Leipzig beim Arena-Debüt gelungen. Unter stehenden Ovationen trägt das Team von Uwe Jungandreas einen soliden 4-Tore-Vorsprung ins Ziel, 26:22 Endstand und 6.317 jubelnde Zuschauer. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass es nicht nur ein Freuen war, dass auch ein gewisser Druck da war. Weil die Mannschaft wollte natürlich ihren Teil zum gelungenen Abend beitragen und da war sie die erste Halbzeit ein bisschen zu verkrampft. Ich denke aber, das hat seine Zeit gebraucht, wir mussten uns reinkämpfen. Was haben wir dann gemacht? Und da haben wir auch die Big Points gesetzt. Es war das Ins-Spiel-Kommen, was den Gastgebern auch heute nicht richtig gelingt. Kein neues Szenario, bestimmt aber verstärkt durch die neue Kulisse. Das enge Zwischenergebnis zur Halbzeitpause ist vor allem einem wiederholt starken Michael Galia zu verdanken. Aber auch Sebastian Schulz überzeugt mit einem gehaltenen 7-Meter-Kurzauftritt. Leipzigs Angriff läuft erst in Hälfte 2 zu Hochform auf. Die ohnehin unsichere Schweriner Abwehr sieht sich ein ums andere Mal durchbrochen. Und auch im Angriff lässt der Tabellenelfte nach. Mehrfach vergibt das Team von Christian Prokop gute Konterchancen. Ich bin trotzdem stolz auf das Team, weil wir haben uns hier nicht abschlachten lassen ab der 40. Minute, wo wir mit 3 Toren in Rückstand geraten, sondern versuchen weiter eine starke Abwehr zu spielen und das haben wir über 60 Minuten gut gepackt. Getragen von der Stimmung auf den Rängen verteidigen die Hausherren den herausgespielten Vorsprung bis zum Schluss. Die Umgebung, alles unbekannt und sehr nervös, viele Fehler und dann zweite Halbzeit zum Glück einen Schalter umgelegt. War ein überragendes Gefühl, vor so vielen Leuten zu spielen. Und ich glaube, es ist für uns alle ein Highlight in unserer Handballkarriere.